Sag mal, hattest du heute Kommunion? Wieso? Ich meine, die Klamotten, Polunder, Ich habe mich ein bisschen schick gemacht für dich. die Uhr Oh, ist schick, ne? Ist vom neu. Lieblingsonkel an den Mal sehen. Lieblingsneffen. Geiles Teil, ne? Kid, mach dich fertig. Yeah. Finde ich geil. Nicht immer hier meine Muskelshirts und so, ne? Ja, und heute? Heute gucken wir einen schönen Actionfilm. Also so eine Terrorgeschichte. Hier, also Déjà-vu heißt der Film ja, ne? Es geht halt darum, dass ein riesiger Anschlag passiert und Denzel Washington, der sich damit beschäftigen muss, stellt eben fest, dass irgendwas in dieser ganzen Anschlagsgeschichte nicht so ganz mit. Oh, kannst du mir am Bar abholen? Oh, danke. So? Ja, Sehr super. gut. Ja, also dass irgendwas in dieser ganzen Anschlagsgeschichte nicht mit rechten Dingen zugeht und reißt dann mit FBI-technischen Mitteln. Ne? Also so das, was sie bei Bond nicht mehr machen, das haben sie da jetzt sozusagen extrem reingepackt, kann sozusagen mit FBI-Mitteln in die Vergangenheit und Zukunft reisen. Nee, nur in die Vergangenheit, glaube ich. Also nicht wie bei Zurück in die Zukunft, dass er sich in so eine Karre setzt mit einem verrückten Professor, der sagt, jetzt drücken Sie mal darauf und geben Sie mal Gas und so, ne? Sondern das ist mehr so, wie bei Staatsfeind Nummer 1 oder so. Weißt du, dass die halt mit Hightech-Mitteln, Satelliten und was es da noch so alles gibt. Schade, jetzt kann ich dir den Film gar nicht mehr ausleihen. Welchen? Ja, ich kenn's ja schon. Wen? Staatsfeind Nummer 1. Nee, das habe ich jetzt nur gelesen, ich kenne ihn nicht. Was hast du? Hast du mir Staatsfeind Nummer 1 mitgebracht oder was? Gib mal her. Ich will nur mal gucken, ob das der ist, den ich meine. Wie? So viel, es gibt viele Staatsfeinde, aber Filme gibt es nicht. Ja, aber guck mal, zum Beispiel verwechsel ich immer Ausnahmezustand, ja, mit Staatsfeind Nummer 1. Ausnahmezustand ist auch ein geiler Film. Ja, das ist aber hier der Staatsfeind Nummer 1. Gene Hackman und Will Smith, richtig cool. Also da gefällt er mir mal richtig. Ja, danke schön. Auch in Widescreen, ne? Ja, wenn du hast. Ja, ich habe mir einen Beamer geholt. Jetzt kann ich mal schön auf den Beamer gucken. Müssen wir uns mal treffen am Wochenende. Wir sollten uns nicht zu oft sehen, habe ich mir überlegt. Wieso? Ja, hat mir mein Therapeut von abgeraten. Du hast einen Therapeuten? Du solltest das lieber mit Woody Allen lassen, glaube ich. Man on Fire, kennst du ihn? Das ist ein richtig geiler Actionfilm. Und wenn du den guckst, dann hast du schon so ein bisschen, da kriegst du schon ein bisschen so Vorgeschmack auf das, was wir gleich sehen können. Oder ist das die Satellitengeschichte, was ich meinte? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob meine Maschine das noch lesen kann. Zeig ich mal her. Nicht über die. Nee, nee, nee. Was denn? Vorsichtig. Entschuldigung. Ist ja nur deine, aber egal. Du hast recht. Findest du was gut? Also ich hab da Bock drauf. Aber Zeitreise ist ja nun nicht die hammerneue Idee, ne? Nee, kann man nicht sagen. Hier schon hier mit Keanu Reeves, weißt du, hier Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Auch mal wieder ein schöner Film für uns, wenn wir mal Videoabend machen. Ja, aber wäre doch geil, wenn du sagen könntest, oh, jetzt kommt Winter, nö, hier. Sepp und dann. Ja, Sepp mal. Gab's ja schon. Ja, geiler also, Film. Da war ja das Problem dann, dass das mit dem zu viel rumseppen, wo das endet. Ja, wenn du dein ganzes Leben vorspulst. Deswegen sage ich ja, kleine Brötchen backen, ne? Von jetzt nach Malle. So. Ja, aber hier zurück in die Zukunft war ja auch Zeitreise. Ja. Und da gab es auch Probleme. Hat er sich dann nicht. Ja, das Ding ist, er ist sozusagen, bevor er geboren ist, hätte er fast verhindert, dass seine Eltern zusammenkommen. Genau. Ne? Also, wenn deine Mutter sich in dich verliebt, dann hast du ein Problem. Also, ich habe mal gehört, wenn du dir selbst begegnest, ja, in der Vergangenheit. Wenn das jetzt möglich wäre, dann würde in dem Moment, wo du dir selbst begegnest, das ganze Ding irgendwie kollabieren. Ja? Und du würdest so, ich weiß nicht, dann wäre Schluss irgendwie. Aber nicht tot, sondern so, jetzt ist die Logik ganz am Ende. Geht einfach nicht.